Heute sind wir im Arsenal, anderthalb Wochen vor Bühnenbildabnahme. Wir stehen im Bühnenbild vom Zauberer von Oz, hier im Maisfeld, ein Teil des Maisfeldes. Dort haben wir Kansas, die große Kansas-Karte. Unsere Grundidee ist, die Geschichte anhand von Postkarten zu erzählen, weil Postkarten für mich oder für uns am meisten diese Sehnsucht nach einer Ferne symbolisieren oder auch es ist einfach ein Kontakt zwischen einer Außenwelt sozusagen und dem Zuhause. So, und ein Ort, zu dem man sich hinträumt. Und da haben wir irgendwie gesagt, mit den Postkarten können wir diese Reise von Dorothy am besten erzählen. Und hier sind wir jetzt in Emerald City. Das ist dann ein sehr klares, eigentlich ein Smaragdmuster genommen, aufgebrochen und vervielfältigt. Das ist wirklich eine ganz einfache, schlichte, klare Linie. Das ist auch wirklich so ein bisschen dieses Großstädtische. Dort sind wir eigentlich so von unserer Idee so ein bisschen im New York der 30er. Und es ist ja sehr die Welt des Zauberers, die ist nicht verspielt. Es ist nicht wie Munchkin City oder Glinda, sondern es ist wirklich ganz klar, solid, groß, bam, Säulenhalle. Und da haben wir es hier einmal gemalt. Es gibt so eine, unsere Smaragdstadt-Silhouette ist quasi in einer großen Wahrsagerkugel. Die erscheint einmal hinten am Hintergrund, am Horizont. Und dann gibt es diese Silhouette nochmal, die sich dann auf den Kernhub absenkt, um Auf- und Abgänge vom Treppen, Menschen, Objekten hinten zu verdecken. So, neben unseren Postkarten haben wir dann auch noch natürlich größere Objekte. Man kann es nicht alles nur mit einer flachen Postkarte erzählen. Wie zum Beispiel hier den Zaubererwagen. Das ist aber dann nur quasi die Front perspektivisch gemalt und er ist dann nicht ganz so tief wie ein richtiger Zigeunerwagen. Also um A, uns Platz zu sparen und B, um auch diesen Naturalismus. Ich wollte den Naturalismus nicht haben auf der Bühne, dass man wirklich plötzlich mit so einem Rumpelwagen reinkommt. Dann haben wir unser größtes Objekt. Die Treppe, die das erste Mal in Emerald City auftaucht. Wir haben den Kernhub, der hochgefahren wird und das ist dann sozusagen die Verbindung zwischen dem Fußboden und 2,50 Meter Erhöhung auf dem Kernhub, dass wir oben auch noch eine Fläche haben in der Stadt. Die fährt dann auf der Ringscheibe herum und das wird dann nachher auch ein Mehrzweckmöbel. Also es ist auf der einen Seite sowohl die Treppe als auch auf dieser Seite haben wir dann die Rückseite des Hexenschlosses. Obendrauf steht noch ein Fenster mit demselben Muster und das ist dann das Hexenschloss. Also haben wir so multifunktional Möbel entworfen. Die nächste Herausforderung war, wir haben ja viele Hexenobjekte, viele Flüge und natürlich reist Glinda, die gute Hexe, in ihrer Seifenblase durch die Weltgeschichte. Wie bringen wir das auf die Bühne in einen Zug ohne Kostenrahmen, Platzrahmen und so weiter zu sprengen. Haben wir auch hier die Postkartenidee übernommen, es zweidimensional gemacht, haben so ein kleines, wie so ein kleines Grußbillett genommen. Das wird noch ausgearbeitet, das wird noch ein bisschen plastischer gemacht und dahinter ist dann die Seifenblase gemalt und da sitzt sie in ihrer Tüllwolke dann drinnen und schwebt dann so in die Munchkin City hinein. Jetzt sind wir in Munchkin City, die erste Station von Dorothy nach dem Wirbelsturm. Und es ist einfach, ich finde, das hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da habe ich einfach meine große Bastelschere angesetzt und habe wirklich eine große Postkarte zusammen kollagiert, ganz viele Sachen hochkopiert, zusammengeschnitten, kollagiert, koloriert, wie man sieht. Es gibt so einen großen Blumenhänger und links und rechts davon poppt im Grunde so die Stadt zweidimensional raus. Und jetzt kommen alle kleinen Munchkins auf die Bühne gefahren. Das ist ja der Kinderchor. Und stehen sie dahinter und kommen nachher raus. Fast so wie ich mit roten Haaren. Und genau, es sind 24 an der Zahl. Und dann können sie noch eine kleine Hauschoreografie machen. Und ich glaube, das wird einfach eine wahnsinnig schöne, bunte Geschichte.